Heute fahren wir durch Cuddalore. Das ist eine Region in Indiens südöstlichen Bundesstaat Tamil Nadu. Soweit das Auge reicht, sehen wir Cashewbäume, für deren Nüsse die Gegend berühmt ist. Vor knapp 2 Jahren sah es hier ganz anders aus. Im Dezember 2011 wütete hier der Zyklon Thane, der den Landstrich verwüstet zurückgelassen hat. Von heute auf morgen war das Land, die Existenzgrundlage der hier lebenden Menschen, unbrauchbar. An diesem Punkt setzt das Thane Cyclone Project auf verschiedenen Ebenen an. Neben Bauern zählen 250 landlose Frauen zu den Zielgruppen des Projekts, die zu einem gesicherten Lebensunterhalt geführt werden sollen. Unter anderem durch Cashew-Verarbeitung, die in der Region Tradition hat. Das Knacken der Nüsse mit Hilfe eines Steins ist gefährliche Schwerstarbeit. Als ich die Cashews mit der Hand geknackt habe, war meine Haut oft entzündet wegen der milchigen Flüssigkeit, die aus den Nussschalen kommt. Manchmal habe ich mir auch mit dem Stein die Finger verletzt, sodass ich 2 Wochen nicht arbeiten konnte. Das hat mein Einkommen stark verringert. In Handarbeit konnte ich nur 12 Kilo Nüsse am Tag knacken. Das hat nicht ausgereicht für meine Familie. Was die Frauen brauchten, war eine sichere und effektivere Arbeitsmethode. Deshalb stehen heute bereits 25 von 50 geplanten Maschinen zum Knacken der Cashewnüsse zur Verfügung. 10 davon befinden sich in der Main Unit in Espotur, die im Oktober 2012 eröffnet wurde. Real wusste, was wir brauchen und hat uns einen überdachten Ort mit 10 Maschinen, die von 20 Frauen bedient werden können, aufgebaut. Per Hand haben wir 12 Kilogramm am Tag geknackt, jetzt schaffen wir bis zu 30. Die hier arbeitenden Frauen gehören alle zu einer Frauen-Selbsthilfegruppe. Die Maschinen, die sie bedienen, werden ihnen frei zur Verfügung gestellt. Für die überdachte Hütte haben sie jeweils 2000 Rupien gezahlt. 15 weitere Maschinen zum Cashewnussknacken sind Eigentum einzelner Frauen. Jede dieser Frauen zahlt ca. 7500 Rupien für die Errichtung eines überdachten Arbeitsplatzes sowie für einige Materialien, zum Beispiel Behälter. Die Frauen zahlen die Anschaffungskosten für die Maschine von 5500 Rupien zurück. Das Geld fließt dann in die einkommensgenerierenden Maßnahmen anderer Frauen. Man hat uns erzählt, dass die Cashew-Verarbeitung in der Region monopolartig strukturiert ist. Alle Frauen kaufen die ganzen Nüsse von einer zentralen Stelle, an die sie die Kerne, wie auch die Nussschalen, aus denen man Öl gewinnen kann, wiederverkaufen. Ein Großteil des eigentlichen Gewinns erreicht so leider nicht die Frauen. Dennoch konnten sie ihr Einkommen durch die Unterstützung des Projekts verdoppeln. Durch die Arbeit in der Cashew-Unit hat sich mein Einkommen von 60 auf 120 Rupien gesteigert. Um die Einkommenssteigerung zu analysieren und auszuwerten, dokumentieren die Frauen täglich ihre Einnahmen und Ausgaben, darunter die für An- und Verkauf der Nüsse, wie auch Wartungskosten für die Maschinen. Vorher kannte ich meinen genauen Gewinn nicht. Dieses Formular verschafft mir jetzt einen Überblick über Kosten und Einkünfte. So kann ich meinen Tagesgewinn leicht ausrechnen. Die Frauen erzählen uns, dass diese Analyse sie motiviert. 8 Stunden am Tag knacken sie Cashewnüsse. Außerdem nehmen sie mehrere Tage im Monat an einem Programm der Regierung teil, säubern beispielsweise Straßen und Flüsse. Das steigert ihr Einkommen zusätzlich. Durch mein jetziges Einkommen kann ich neben meinem Mann für meine Familie sorgen. Ich gebe es für häusliche Dinge oder zum Beispiel für die medizinische Versorgung meiner 2 Kinder aus. Meine eine Tochter geht in die Kindertagesstätte, die direkt neben der Kita ist. Die Kita bietet eine gute Betreuung und eine ausgewogene Ernährung. Ich muss mich nicht um mein Kind sorgen, während ich in der Uni bin. So kann ich mich besser auf meine Arbeit konzentrieren und mehr Nüsse knacken. Das Einkommen der Frauen ist von der Cashew-Saison abhängig. Während der 3-monatigen Erntezeit von April bis Juni erhalten sie die lokalen Nüsse günstig und in hoher Qualität. Die restlichen Monate greifen die Frauen auf importierte Nüsse aus Afrika zurück. Eine Frau erzählt uns, dass sie während dieser Zeit
von 8 Kilo Rohnüssen 2 bis 3 Kilo hohle Nüsse aussortieren muss. In unseren Gesprächen mit den Frauen erleben wir, wie stolz sie auf ihre Erfolge sind. Selbstbewusst erzählen sie uns von eigenen weiteren Ideen für mehr Effektivität. Beispielsweise die Einrichtung einer Lagermöglichkeit in der Main Unit. So müssten sie die Nüsse nicht täglich abtransportieren und sie wären auch in der Regenzeit vor Feuchtigkeit geschützt. Reels Direktor, Mr. Lawrence, berichtet uns auch von dem Plan, einen weiteren Verarbeitungsschritt, das Abkochen der Nüsse, in der Unit durchzuführen und so das Einkommen der Frauen noch weiter zu steigern.